Du weißt, dass der hebräische Name für Jesus Jeschua heißt. Jeschua HaMashiach ist Jesus Christus, Jesus der Messias. Christus ist das griechische Wort für das hebräische Messias. Jeschua. Wenn wir uns das Wort Jeschua anschauen, dann stellen wir fest, Jeschua bedeutet Heiland, Heil und alles, was damit zusammengehört. Also Heilung, Wiederherstellung, die Segnung. Heil. Jeschua bedeutet Heil. Und leider ist uns in Deutschland dieses Wort richtig verhunzt worden. Fast geraubt worden. Durch das Dritte Reich. Dort kam ein falscher Messias, nämlich Hitler, mit einem falschen Propheten Goebbels und hat ein falsches tausendjähriges Reich verkündet. Heil ist ein zutiefst uns Christen gehörender Begriff. Heil und Heiland bzw. Jesus bzw. Jeschua sind eins. Jeschua ist Heil. Wenn wir von Heil sprechen, dann meinen wir, nur in Jesus allein ist Heil zu finden. In keinem anderen außer Jesus allein gibt es Heil. Und es ist so perfide, dass gerade in Deutschland uns dieser Begriff so geraubt worden ist, so verhunzt worden ist, so verfälscht worden ist. Tragisch, wirklich tragisch. Und es ist gut, wenn wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was für ein gewaltiges Wort das ist, was für ein gewaltiger Inhalt darin ist. Wenn wir sagen Jesus, dann sprechen wir vom Heil. Früher, die christlichen Väter, die haben versucht, diesen geheimnisvollen Zusammenhang eben zusammenzubringen, indem sie Heiland gesagt haben. Das war der Versuch, klarzumachen, es geht hier um eine Person. Heil ist eine Person, nämlich Jeschua, Jesus. Und ich wünsche uns, dass wir als Christen zu unserem wirklichen, echten, wahren Heil ein neues Verständnis bekommen. Was bedeutet es Heil? Heil ist viel umfassender als nur gerettet zu sein, nur in den Himmel zu kommen. Das ist das Wichtigste, zweifellos. Aber es bedeutet viel mehr. Es bedeutet die Segnung Gottes umfassend in jedem Lebensbereich. Umfassend in jedem einzelnen Lebensbereich. Heil, Heilung, Wiederherstellung, Segen in jedem Lebensbereich. Das betrifft den körperlichen, seelischen wie geistlichen Bereich. Das betrifft auch dein gesamtes Lebensumfeld, deine Familie, deine Verwandten, deine Arbeitssituation, auch deine Finanzen, dein gesamtes Lebensumfeld soll eingebettet sein in dieses Heil, in dieses Segnung Jeschuas. Das, was der Herr für dich hat. Ich glaube, wenn wir uns damit mehr beschäftigen, was das bedeutet, was Jesus tatsächlich für uns ganz real errungen hat, wenn wir über dieses Heil, das echte Heil, nachdenken, was er für uns hat, dann werden wir viel mehr erkennen, was für ein geniales Package darin enthalten ist. Wir werden begeistert sein von den Segnungen Gottes. Und ich bin sicher, dass da viel, viel mehr für jeden von uns drinsteckt, als wir bis jetzt überhaupt nur erahnt haben oder empfangen haben. Geh da weiter hinein und empfange die Segnungen des Heils, was du in Jesus haben kannst. Denn es ist wirklich wahr, Gott hat viel, viel mehr für uns.